Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Immer auf Fränkisch. Jetzt müssen wir mal. Ich habe ein wenig gegoogelt und jetzt glaube ich, weiß ich, wie ich es machen könnte. Ich muss dir nämlich einen Befehl geben, damit er sich opfert. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass ich dem ja befehlen kann, Dinge zu tun. Jetzt schauen wir mal, ob man das mit dem machen kann, den ich hier bekomme. Ansonsten muss ich mal einen kaufen. Ja. Aber der dürfte das hoffentlich können. Du kannst es, glaube ich, nicht. Mit dir probiere ich es erst gar nicht. Außerdem bist du viel zu schön, als dass ich mich opfern sollte. Ingrat. Da. Die du? Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Folgt mir. Geht voran. So. Schnell kommen, lass dich mal ansprechen. Ich bin direkt hinter euch. Ihr müsst das für mich tun. Okay, du hast die Befehlsoption. Dann dürfte das mit dir hoffentlich klappen. Hoffen wir mal. Ich will das halt sehen. Bestimmt lustig. Hi. Absolut lustig. Tja. Schnellreise. Ekelhaftes Viech. Gut. Okay. Wozu die Eile? Wenn jetzt Stunden warten kann. Ach so, bist du da? Hier, zack. Ich gebe euch Deckung. Na schön, was denn? Was braucht ihr? Gut, verstanden. Mach das mal. Haha. Wie Fleisch zu tragen ist so widerlich. Ihr habt meine Aufmerksamkeit erregt, Sterblicher. Das ist äußerst unklug. Sagt, weshalb habt ihr dieses Geschöpf, das euch Vertrauen schenkte, hier auf meinem Schrein getötet? Na, so ein Gschmarri, was ist doch, also... Wer bist du? Man nennt mich Boetia. Die Sterblichen haben mir viele Namen gegeben, doch Namen interessieren mich nicht. Hör mal auf, wie so ein Irrer hier durch die Gegend zu laufen. Nur Taten. Bist du eine Art Gott? Ein Gott? Ganz gewiss nicht. Wann habt ihr zuletzt Beweise für die Existenz von Aedra auf dieser Welt gesehen? Nein, wir Daedra sind viel mächtiger als jeder Gott. Und unter meinen Brüdern bin ich der Gefürchtetste. Oh, dann ist ja schön, dass ich deine Gunst jetzt quasi erworben habe, oder? Meine Gunst? Mein Wohlgefallen ist keine Trophäe, mit der Sterbliche sich schmücken. Nett. Ich sollte euch für eine derartige Unverschämtheit töten. Ich wollte niemanden. Ich habe keine Angst vor dir. Tatsächlich? Mhm. Das solltet ihr aber... Obwohl ich durchaus Verwendung habe für ein Herz, das keine Furcht kennt. Vielleicht seid ihr die Person, die ich suche. Ja, bestimmt. Wir werden es bald herausfinden. Hört alle her! Hört mich an. Ich benötige einen Krieger. Es kommen nur die unbarmherzigsten, durchtriebensten und gewandtesten in Frage. Ihr habt euch Nacht für Nacht hier versammelt, Trottel auf meinem Schrein geopfert und euch die Zeit mit ziellosen Übungskämpfen vertrieben. Doch wer von euch ist den anderen wahrhaftig überlegen? Ich. Beweist euch mir. Ich habe eine besondere Aufgabe für denjenigen, der am Ende übrig bleibt. Okay. Los geht's! Was? Nein! Oh! Genug.
Jetzt fällt ganz schön was aus. Oh. Wow. Das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Boah, ne. Wow. Wow. Okay, nochmal. Diesmal dann aber natürlich mit einem Bogen von Anfang an und... ich weiß auch nicht, irgendwo weit weg. Vielleicht soll ich sie jetzt schon alle töten. Schon ausradieren vorher. Wenn ihr Boethias Aufmerksamkeit wollt, müsst ihr einen Sklaven. Also gut, komm her, wo bist du? Kommst du? Da könnte ich dich auch opfern. Nein. Okay, aber hier. Bin immer noch da. Na schön, was denn? Was braucht ihr? Gut, verstanden. Fleisch zu tragen ist so widerlich. Ihr habt meine Aufmerksamkeit erregt, Sterblicher. Das ist äußerst unklug. Sagt, weshalb habt ihr dieses Geschöpf mein Wohlge... Ja, ich überspringe das jetzt mal. Eine derartige Unverschämtheit töten. Hättet ihr ein klares Ziel vor Augen, ihr müsst noch viele... Vielleicht seid ihr also nicht vollkommen... Hört alle her! Wollt ihr euer Können gegen mich? Hört mich an. Ich benötige einen Krieger. Okay. Es kommen nur die unbarmherzigsten, durchtriebensten und gewandtesten in Frage. Stell mich mal hier hin. Ihr habt euch Nacht für Nacht hier versammelt, Trottel auf meinem Schrein geopfert und euch die Zeit mit ziellosen Übungskämpfen vertrieben. Doch wer von euch ist den anderen wahrhaftig überlegen? Beweist euch mir. Ich habe eine besondere Aufgabe für denjenigen, der am Ende übrig bleibt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was? Die Wahrheit nein! Beistehen. Gnade! Okay. Macht euch doch mal gegenseitig erst mal fertig, ja? Nein. Einfach rein in die Menge. Da ist er. Bitte. Ich verstecke mich. Der ist beschissen. Ich bleib übrig. Ich glaube, ich bleib übrig, wenn's jetzt. Ich muss nur den da wegkriegen. Wo ist denn der hin? Oh, da ist er hin. Au. Au. Der macht ja mal richtig Schaden. Eieiei. Ja. Du hast noch mehr? So, habe ich geschafft. Belohnung? Gut gemacht. Ihr habt eure Willensstärke und euer schwindlerisches Talent unter Beweis gestellt. Ja.
Ihr habt Brutalität und Geschick im Kampf gezeigt. Es ist nun Zeit für eine letzte Prüfung. Seid ihr dazu fähig, eure Ehre beiseite zu legen und mit der verborgenen Klinge zuzuschlagen? Oh ja, 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 mit der verborgenen Ehre. Was für Feiglinge. Eine scharfe Beobachtung. Ja. Himmelsrand ist eine herbe Schönheit. Doch ihre Bewohner halten an einem derart kleinlichen Ehrbegriff fest. Mein bisheriger Champion erregt mein Missfallen. Es ist an der Zeit, ihn zu ersetzen. Auf althergebrachte Art. Was hat er denn gemacht? Er hat eine Zeit lang seinen Zweck erfüllt. Doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Er missbraucht meine Geschenke zum eigenen Vergnügen. Und das einzige Vergnügen, das ich dulde, ist meines. Und da hast recht. So gut wie tot. Tötet sämtliche Mitglieder seiner Bande. Okay. Erledigt das möglichst leise und unauffällig. Ah, das bin ich, ja. Es geht nicht um euch. Sehr gut. Ihr seid lediglich mein Werkzeug. Jawohl, Meister. Ermordet ihn kaltblütig. Jawohl. Lasst ihm gar nicht erst die Würde einer Gegenwehr. Okay. Sobald seine kalte Leiche auf dem Boden liegt und jegliche Spur seiner Anhänger ausgelöscht ist, holt ihr euch meine Ebenerzrüstung. Ein Geschenk, das meinem wahren Champion vorbehalten ist. Möge euer Wille die Welt prägen. So, jetzt ist ja hier einiges zerstört. Jetzt können wir doch mal alles durchwühlen. Klinge der Opferung. Schaden 17 nehmen. Oh, nochmal Klinge der Opferung. Kann ich hier mit zwei Klingen der Opferung rumlaufen? Nochmal eine. Wuff, wuff. Okay. Quests. Töte in Messerkamm. Was? Wen? Was? Wo? Wo ist das? Wo ist das? Da unten irgendwo? Aha. Nahe dem Schluchtweiherzirkel. Gehen wir mal hin. F5. Und wenn es ums lautlose Kämpfen geht, sollte ich erstmal gucken. Wie ihr schon seht, habt ihr das alte Menü wieder. Ich wollte nach der Schneestürme 14, aber 25 Ladung. Gut, den nehmen wir in der einen und so ein Opferdolch in die andere, ne? Was ist denn so einer? Da. Okay, machen wir auch mal zu den Favoriten. Gut. Gut, 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 gut. Okay, nochmal speichern. Und ab dahin. Und Hundi? Dich schicke ich dann auf Warte-Modus. What the? Was ging hier gerade ab? Was war denn das für ein Sound? Ein Drache. Ein Drache. Achso. Na komm. Ein Drache? Willst du jetzt nicht gegen mich kämpfen, oder? Muss jetzt nicht sein. Ist das schon das? Messerkamm. Schau dir das an. Da ist es, glaube ich, schon. Wo ist mein Hund?
Noch hat mich niemand gesehen, aber mein Hund wird mich jetzt gleich wahrscheinlich verraten. Also ich kann erreichen vorher. Hier, ich warte mal hier auf meinen Hund. Du kannst nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Hund! Hund! Warte hier! Das muss ich jetzt alleine machen. Ich muss ein lautloser Killer werden. F5. Oh! Was sieht mich hier? Nichts. Da oben ist einer. Den könnte ich doch mal schnell... F5. Da muss ich hoch. Das muss mein erstes Opfer werden. Ist da jemand? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Niemand hatte Absicht, etwas zu sehen. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja. Was war das? Ja, ich war es nicht. Ihr seht mich ja nicht. Bin unsichtbar. Also geh weg! Ist da jemand? Oh oh. So, jetzt aber. F9! Unglaublich. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Da sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. So, sind jetzt alle wieder beruhigt? F5. Was war das? F9. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Komm. Ich will doch nur... Taschendiebstahl, das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Ist da jemand? Das reicht nicht. Unglaublich. Wieso reicht es nicht? 15 Fahrschaden. F5. Geht doch. Geht doch. Gut. F5. Wie kriege ich denn den?
Lautlos? Gar nicht, oder? Zauber. Das ist wahre Macht. Da ist noch einer. Nach drei gelehrten Jahren beginnt Holz zu golden. Habt ihr etwas gehört? Ja, niemand konnte es sagen. Es war nicht zu erraten, dass einer musste sterben. Was war das? Was war was? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Aber es sagte mir, entwaffnet zu werden. Okay. Setz dich doch mal dahin. Einst eine Holde. Ihr Haar ist Licht im Golde. Ah, da kann ich nicht rein. Schade. Frühlings ins Drossenmekai. Verlogene kleine Hure. Das Balg ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Kriegt nicht einen rostigen Septim von mir. Zwei, drei. F5. Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Ja. Sehr schön. Was hier drin? Eine Fetzentruhe. Mal aufmachen. Zwergenkriegshammer. So, und wie krieg ich den jetzt? Einfach von hinten anschleichen, oder? Und ist hoffen. Da jemand? Oh Mann. Was? Hallo? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Das glaube ich aber auch. Das glaube ich auch. Also, eigentlich. Ein feiner Skuma. Das wäre jetzt was. Der importiert. Neue Stufe. In die Ausdauer, bitte. Jetzt können wir nochmal hier gucken, was ist denn einhändig. Oder schleichen mittlerweile vielleicht? Nee. Oder gibt's hier was? Nee. Ah, doch! Das können wir aber noch machen hier. Meine Herren. Nur ein kleiner Schluck. So, F5. Hui. Yeah. Gut. Weg hier. So. F5. Mal ausprobieren. Nein. Okay, man muss das schon lange halten. Ist ja egal. Wir die Spielchen. Das war jetzt aber nicht lautlos. F9. Bei Ismir. Das ist auch nicht. Kommt ihr hier nicht raus. Sag mal. Was war das? Das war noch halbwegs lautlos. Das lasse ich jetzt einmal durchgehen. Okay. F5. Noch einer? Da ist noch einer. Okay. Was? Aha. Okay, F9. Der, da wurde ich entdeckt. Das will ich nicht. Da ist einer oben drauf. Gehen wir noch zuerst zu
So, und jetzt last. Und zwar allerlast F5. Du. Ich muss den Kopf anvisieren und dann macht er das so. Oder wie? Verstehe ich nicht. Anscheinend. Gut. Schön, schön, schön. Was? Nichts, 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 nichts. Nichts, 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 nichts. Du hast nichts gesehen. Versteckt. Okay. Ja, das hast du alles noch wieder eingebildet. Also wenn ich da rumrolle, das hört man anscheinend. F5. Ist da jemand? Ja, da war jemand, aber das ist ja anscheinend unwichtig. Okay. Dann rein in die gute Stube. Da ist Licht. Das finde ich nicht gut. Licht. Geht mag zur ich nicht. Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Ja, was ist jetzt das? Da könnte ich das hier reinschubsen, oder was? Med, Med, Med. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Doofe Bienen mit ihrem blöden Honig. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Ja. Jetzt mal meinen Bogen, hä? Und zwar meinen besseren. Was? Okay. Hätte ich das machen können, so? Nein. Er mir nochmal. Eins auf die Mütze bekommt. So, und wieder auf die Klingen. Und mach im großen F5. Oh süße, süße Rache, wie schön ich mir ins Häuschen lache. Ist da jemand? Nein! Niemand da! Niemand da! Keiner gesehen. Gut. Du wirst mit dem Messer getroffen und fragst, ob da jemand ist. Alles klar. Du bist komisch. So. Dann weiter. Wo geht's hier hin? Novize, das ist überhaupt kein Problem für mich. Okay. F5. Hört er mich? Nein. Ist da jemand? Niemand da. Niemand da. Keiner hat die Absicht, gehört zu werden. Okay, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Da ist was. Achso, das sind jetzt deine Superkumpanen. Aber da könnte ich doch mal... Könnte ich auch einen Bogen einsetzen, oder? Klar. Da reicht auch der Ariels-Bogen. Machen wir F5. Was war das?
Das hat ja richtig was gebracht bei dir, du. Ist da jemand? Niemand, nein. Da ist niemand. Niemand ist hier. Das ist ja alles nur eingebildet. Gehen wir erstmal da hoch. Da scheint ja auch noch irgendwo eine zu sein. Ah, Fackeln kann man entfernen, ja klar. Klar. Verlogene kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Nicht ein rostigen Zentim von mir. Kann man hier? Achso, da könnte ich jetzt mit dem Bogen. Ich will aber nicht mit dem Bogen. So angreifen. Kann ich das überhaupt? Klar, da kann ich doch bestimmt hier rum und dann. Ein feiner Skoma, das wäre jetzt was. Löschpfeile bräuchte man hier. Nur ein kleiner Schluck. F5! Der hat was Besseres, der hat ein besseres Schwert. Ist da jemand? Aber ich glaube, jetzt wissen sie Bescheid. Genug. Du bist der Champion. So, der Champion. Okay, eben schon eben erzahnisch. Boah. Kahnglasch war der Angst. Das muss ich natürlich nehmen. Immer als Rüstung der Stärkung. Yeah. Okay, also noch die zwei. Ja, so hätte ich das gern gehabt bei dem anderen. Schon alles? Richtig? Okay, bringe den Inventarisch in deinen Besitz und lege ihn an. Achso, jetzt muss ich das alles noch anlegen. Eben als Brustharnischbekleidung. Der oder? Der hier, ne? Bewegt sich leise und Gegner, die zu nahe kommen, erleiden 5 Punkte Giftschaden, wo sie können. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Champion. Mhm. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Ein Kunststück, das nur wenige fertigbringen. Ja. Und überleben. Ich werde euren Namen auf der Tafel der absoluten Finsternis eintragen. Cool. Ihr dürft meine Ebenerzrüstung behalten. Ach, das ist aber als nett. Zeichen meiner Wertschätzung für den neuen Champion. Ihre Eigenschaften werden mit euren Talenten harmonisieren. Mhm. Geht nun. Ich habe Fäden zu ziehen, die meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Ihr könnt eures eigenen Weges gehen, wohin er euch auch führen mag. Und vergesst eines nie. So wie ihr es wollt, soll es auch geschehen. Okay. Yeah. Was habe ich jetzt an? Das da? Das sieht doch ganz nett aus. Da habe ich doch noch mehr dazu gehabt.
Ja, naja, es ist schon lustig, ne? Ach so, und sobald ich schleiche. Gut, jetzt bin ich verlangsamt, weil ich die Stiefel muss ich noch austauschen. Nee, das nicht, die anderen Stiefel. Das kann ich mal wegwerfen. Ich kann einfach mal ein paar Dinge wegwerfen. Ich weiß schon, dass ich zu viel trage. Was sind denn die Stiefel, die ich da vorhanden hatte? Da? Nee. Da. Okay. Okay, die muss ich anscheinend haben. Aber wenn ich hier so schleich, bin ich in was gehüllt. Das ist ja cool. Dann vergifte ich die, wenn ich daneben stehe. Das ist doch toll. Yeah. Coole Sache, coole Sache. Okay. Eine Ratte in der Klemme. Wollen wir damit weitermachen? Oder machen wir das an einem weiter? Dann machen wir mit der Ratte in der Klemme weiter. Okay. So, da müssen wir erst einmal wieder irgendwo zurück. Aber damit machen wir nächstes Mal weiter. Bis denn.